Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und willkommen zurück bei Five Nights at Freddy's. Und wir starten direkt rein in Nacht 3, Nacht 1 und Nacht 2 haben wir ja schon bearbeitet. Und jetzt lassen wir mal unsere Pro-Skills an Nacht Nummer 3 aus und schauen mal, dass wir da jetzt was reißen. Ja, es wird nämlich Zeit, dass wir Nacht 3 machen. Wie auch immer. Ruft der Typ eigentlich wieder an? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube in der dritten Nacht ruft er... Doch, er ruft wieder an. Nice, okay. Maus ist ein bisschen schnell, egal. Was ist... Oh! Dings ist schon unterwegs. Da, okay, alles klar. Wie schnell ist das Vieh? The fuck? Hello. Hey, you're doing great. Most people don't last this long. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, dem Typen heute zuzuhören. Er hat irgendwas erzählt. Oh, die meisten Leute halten es nicht so lange aus wie du. Du hast schon lange überlebt. Oh Gott, okay, wir müssen jetzt ganz vorsichtig spielen. Wir wollen nicht sterben, wollen nicht verrecken, wollen nicht gejumpscared werden. Aber jetzt ab Nacht 3 wird es, glaube ich, langsam richtig ekelhaft. Ab Nacht 3 wird es jetzt, glaube ich, so langsam... Komme ich jetzt, glaube ich, so langsam in den Modus, ab dem es hart wird. Okay, das Ding ist direkt hier im Gang rechts neben uns auf Camp 4A, 1C. Foxy ist noch drin, alles klar. Okay, Licht an. Wir gucken, ganz vorsichtig. Kann man eigentlich den Ventilator hier ausmachen? Nee, ne? Kann man nicht. Naja, gut. Habe ich nämlich auch irgendwo gesehen, dass irgendwer meinte, den könnte man ausmachen, dass man noch ein bisschen, Energy sparen kann und den Usage noch weiter runterkriegt, aber ja, das ist nicht so. Auch frage ich mich, was das für ein komischer Stromanbieter ist, der den Gebrauch limitiert, aber na gut, das ist ja nicht mein Anbieter, von daher kann es mir egal sein. Okay, die ist wieder hier oben. Die Animatronic hier oben auf Cam 7 in den Restrooms. Die anderen beiden sitzen noch auf der Bühne und der Foxy ist auch noch auf seiner Bühne. Dann chillen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen hier. Wir sind ja relativ weit weg jetzt. Ich höre Schritte. Na, seid ihr neben mir? Nee, ne? Nee, doch, oh, guck mal da. Zwischendurch mal bei 1C gucken. Und ansonsten einfach hier mit den Lichtern alles im Auge behalten. So. Aber wir dürfen die Usage nicht zu viel, so hoch haben, nicht so viel auf die Lichter gucken. Wir haben erst 1 Uhr und ich bin schon bei 78%. Das ist nicht gut. Das ist ein bisschen viel, das ist ein bisschen hoch, der Verbrauch. Einmal kurz auf die Camps gucken, neben uns alles safe, bei Foxy gucken, alles klar. Oh, ganz in Ruhe. Das ist alles gut. Okay, also ganz wichtig ist, dass man zwischendurch bei Foxy guckt, damit das Vieh in seiner Bühne bleibt. Und ansonsten muss man eigentlich fast nur die Gänge rechts und links neben sich im Auge behalten. Alles andere ist eigentlich scheißegal. Und dann muss man einfach nur hoffen, dass man durchkommt, ja. Und das ist die Usage Chamber. Wir sind jetzt bei 73% und noch bei 1 Uhr. Das ist eigentlich ein ziemlich hoher Verbrauch. Und da hat Freddy gerade angefangen zu singen. Dum, 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 oder was er macht. Okay, die sind auch alle da. Neben uns ist nix. Foxy ist noch da. Alles klar. So, 2 Uhr, 71%. Der Verbrauch ist gerade eigentlich zu hoch. Ich muss langsamer machen. Ich habe Schritte gehört. Da ist nix. Da ist auch nix. Okay, der ist noch da. Der ist noch da. Links und rechts neben uns ist nichts, alles klar. Hey. Dieses Spiel, ey. Wieso geht das Licht da nicht an? Hör, ich kann hier drüben gerade nichts drücken. Was ist das denn? Hä? Warum? Obwohl da nichts ist. Was ist das denn jetzt? Es sind alle drei unterwegs. Freddy ist jetzt auch unterwegs. Oh, scheiße. Wir sind tot. Fuck. Ich wusste es. Ah. Na gut. Auf ein neues. Alles klar, Leute. Herzlich willkommen zurück bei Nacht Nummer 3. Ja, Foxy guckt hier schon raus. Dings ist wieder unterwegs. Das gelbe Entenvieh oder was das ist, keine Ahnung. Und Foxy ist gleich schon auf dem Weg. Das ist echt scheiße gerade. Das ist wirklich schlecht. Das ist überhaupt nicht gut. Vor allem, wenn das Vieh angerannt kommt. Weil der Foxy, der chargt richtig da raus von seiner Bühne. Dann müssen wir direkt hier die Tür zuknallen. Also, sollten wir, wenn wir schnell genug sind. Noch ist er da. Rechts und links neben uns ist nichts. Gut. Gut. Ich weiß nicht, warum ich eben hier nicht den Lichtschalter bedienen konnte. Und die Tür auch nicht. Das war komisch. Das hatte ich vorher noch nie so gesehen.
Da ist wieder jemand in der Küche. Also diese Geräusche, dieses Rumgeklapper hört man immer, wenn jemand in der Küche unterwegs ist. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Oh nein, nicht die Kamera. Ah, egal, ich gucke mal kurz. Alles noch gut, bei Foxy auch noch alles fresh und safe. Ah. Zwischendurch... Oh, Foxy ist gleich auf dem Weg. Foxy ist gleich auf dem Weg. Noch ist er da. Mal links und rechts gucken. Okay. Noch ist Foxy da. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, wir schaffen das schon. Wir schaffen das, Freunde. Ich glaube, wir sterben wieder. Oh, Mann. Vor allem kostet das richtig viel Energie, wenn das Vieh rauskommt und gegen die Tür rennt. Oh, Mann, ich wette, es kriegt uns eh. Ich wette, ich bin eh zu langsam. Muss zwischendurch einfach mal drauf gucken. Okay. Ja, zwischendurch werde ich mal nicht ganz so viel kommentieren, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. So, rechts und links neben uns ist nichts. Foxy ist noch da, alles klar. Also man muss Foxy immer im Auge behalten, damit das Vieh nicht losrennt. Weil wenn man zu lange nicht nach Foxy guckt, läuft das Vieh direkt los und rennt hier bei uns rein und macht uns kaputt. Mit der Power sind wir eigentlich ganz gut unterwegs gerade. Bisschen unter 75% und bei 2 Uhr. Könnte hinkommen. Könnte aber auch nicht hinkommen. Und ich weiß nicht, was man machen muss, falls man mal hier drüben das Licht nicht ausmachen kann. Hat man dann direkt verloren? Ist man dann am Arsch? Oder gibt es da irgendwas, was man tun kann, um das zu umgehen? Dass man nicht direkt zerfleischt wird von den Arsch-Nematronics. Keine Ahnung. Foxy ist noch da. Ansonsten sieht links und rechts alles gut aus. Ich bin überlegen, ob ich übrigens, wenn ich das Five Nights at Freddy's durch habe, die ganzen anderen Teile auch noch mache. Weil es gibt ja noch Five Nights at Freddy's 2, 3 und 4. Und bald kommt ja eine Sister Location nächsten Monat. Wenn ihr Bock habt, das zu sehen, dann haue ich das auch noch raus. Also ich meine, ich mache es wahrscheinlich sowieso irgendwann. Aber wenn ihr es gerne sehen wollt, dann mache ich alle Five Nights at Freddy's Teile jetzt erstmal in nächster Zeit. Damit wir die Four Sister Location alle draußen haben. So, rechts und links neben uns, okay. Das gelbe Entenvieh ist rechts im Gang. Aber am Ende vom Gang, von daher ist es noch in Ordnung. Ja, wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, dann knalle ich euch die ganzen Parts noch raus, bevor Sister Location... Am 7. Oktober kommt das raus, höchstwahrscheinlich. Könnte auch vorher sein, man weiß da immer nicht so genau bei dem Typen, der die Spiele released. Und dann können wir das nämlich auch gleich zocken. So, wir sind bei 59% und es ist 2 Uhr. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich chill jetzt erstmal ein bisschen. Nicht so viel auf das Zeug gucken. Zwischendurch mal nach Foxy sehen und ansonsten bleiben wir jetzt erstmal ganz ruhig, weil... Obwohl, 3 Uhr und 50% geht eigentlich, ne? Na egal, wir gucken trotzdem mal, dass wir ein bisschen unsere Usage unten halten. Oh oh! Das Entenvieh ist direkt neben uns. Okay. Alter! Tür zu! Okay, sind die anderen eigentlich noch alle da oben? Die anderen sind auch alle unterwegs. Scheiße. Ist noch irgendjemand neben uns? Nein. Gut. Ist noch da? Jo. Ja, ja. Let's Eat steht da drauf. Sehr schön. Willst du mich fressen? Kannst du nicht. Tür ist zu. So, weg ist es. Alles klar. Ist hier drüben was? Nein. Oh. Ist das noch? Ne, da ist Foxy. Rechts und links. Oh, das ist immer noch rechts neben mir. Scheiße. Oh, auf Foxy gucken. So. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sich gerade aufhalten. Ich will aber auch nicht gucken, solange wie Entenfreund noch neben mir steht. Das will ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Jetzt nach den anderen zu sehen. Und dass der dann auf einmal hier reinkommt. Obwohl, ich kann ja mal ganz kurz durchklicken. Da ist, glaube ich, einer drin, ja. Enti steht nicht mehr neben mir. Da ist Dings. Einer ist... Okay, die sind alle... Ah, Mann! Scheiße. Wir waren schon bei 3 Uhr. Wir sehen uns beim nächsten Versuch. Okay, Leute, wir sind schon wieder bei 3 Uhr. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt, damit ihr euch das Ganze nicht nochmal geben müsst. Das gelbe Entenvieh war gerade schon wieder hier bei unserem Fenster und hat ein bisschen reingeguckt mit seinem schönen Let's Eat-Lätzchen. Foxy habe ich ganz gut im Auge behalten. Das ist immer noch hinter seinem Vorhang, das Mistvieh. Ansonsten liegen wir auch von der Energie her wieder ganz gut im Rennen. Bis jetzt. Wir müssen auf jeden Fall hier drüben rechts die Tür sehr im Auge behalten. Das Vieh ist ganz schön penetrant. Das kommt ganz schön oft her. Viel öfter, als ich dachte. So, zwischendurch mal auf den Vorhang gucken. Und ansonsten immer schön hier Licht an und ausmachen und nachsehen, nachschauen.
Und dann müssten wir es eigentlich ganz gut durchschaffen bis 6 Uhr. Sieht bis jetzt ganz gut aus eigentlich. Also von der Energie her sind wir auf jeden Fall noch ausreichend am Start. Es müsste eigentlich hinhauen. Kann mich auch täuschen. Bin mir nicht sicher. Weiß es nicht genau. Hab's nicht recherchiert. Hab Mathematik nicht studiert. Bin ich so. Ich weiß es nicht. Hier ist eine Mücke vor meinem Softbox-Ding und ich habe Angst. Direkt neben uns. Das eine Vieh ist direkt neben uns. Also jetzt auf beiden Seiten gucken. Das guckt garantiert gleich hier rein. Garantiert. Garantiert. Oh Gott. Ich glaube, mit der Energie kommen wir jetzt nicht mehr ganz so gut hin. Ich bin gerade ein bisschen am Verschwenden. Mehr als ich vorher war. Hauptsache, wir behalten jetzt gerade die Türen im Auge. Besonders die linke. Okay, doch, von der Energie. Wir liegen noch am Rennen. Wir liegen noch am Rennen. Sehr gut. 40% 4 Uhr ist gut. Das ist gut. Weil beides hat eine 4 und das zusammen ist 8. Und 8 durch 8 ist 0 und 0 bedeutet 0 Tote. Das... Ich hab doch Mathematik studiert. Okay, Foxy guckt raus. Mit seiner scheiß Nase so langsam. Aber sieht gut aus, wir haben 4 Uhr. Sollte diesmal hinhauen. Sollte diesmal hinhauen. Bei 37%. Sollte klappen, sollte klappen, sollte klappen. Hauptsache ich behalte links und rechts im Auge. Ich weiß immer noch nicht, warum ich eben da bei dem einen Versuch Tür und Licht auf einmal nicht mehr bedienen konnte. Eigentlich komisch. Eigentlich komisch, aber na gut. Sieht bis jetzt ganz safe aus. Foxy ist auf dem Weg. Foxy ist auf dem Weg. Foxy ist auf dem Weg. Hier, da, da kommt er. Aber die Tür ist zu. Die Tür ist aber zu. Das heißt, er müsste jetzt bei sich zurück sein. Genau. Können wir hier wieder aufmachen. Foxy ist weg. Das hat uns jetzt natürlich viel Energie gekostet. Das hat uns viel Energie gekostet. Also ich habe nicht drauf geachtet, aber da hat uns, glaube ich, ein paar Prozent abgezogen. Weil wenn Foxy angreift die Tür, dann verbraucht das nochmal ein bisschen mehr Energie. Oh, und er guckt schon wieder. Scheiße. Wenigstens habe ich relativ schnell reagiert und die Tür zugehabt. Glück gehabt, ey. Noch ist er nicht wieder da. Okay, 5 Uhr, 25%. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus, Freunde. Oh, Foxy ist ganz schön penetrant gerade, dass der so schnell unterwegs war. Ich habe einmal kurz nett geguckt und schon war er direkt... Oh! Oh, oh, oh. Foxy ist noch dahinter, aber die Tür ist jetzt gerade eh zu, von daher egal. Oh, ist es noch da? Ja, ist noch da. So, hier ist gerade niemand. Ist jemand neben uns? Auch nicht. Doch, ist schon im Gang. Hier neben uns ist immer noch... Keine Ahnung, wie das hier heißt. Es ist lila, hat Ohren, sieht aus wie ein Hund. Bin mir nicht sicher. Foxy im Auge behalten. So. Ich lasse die Tür da rechts jetzt einfach mal. Ich mach sie wieder auf. Ich verbrauche zu viel Strom. Aber wir haben 5 Uhr und noch 15%. Es könnte hinhauen. Wie sieht's mit Foxy aus? Ist noch dahinter? Alles klar? Ja, okay. 14%? 14%? 5 Uhr. Nacht 3. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ich glaube. Heißt nicht, ich weiß. Nochmal bei Foxy gucken. Ist noch dahinter? Alles klar? 5 Uhr. Komm schon. Schön einfach jetzt hier mit den Lichtern alles im Auge. War da gerade was? Ich glaube nicht. Foxy ist noch dahinter. Alles schön im Auge behalten. Oh, oh. Bitte nicht. Ey, ich mach gleich einfach beide Türen zu und warte einfach. Nochmal bei Foxy gucken. Ist noch dahinter, alles klar. Oh, oh, oh. Komm. Das ist jetzt die dritte Nacht und es wird einfach noch schlimmer. Geschafft. Jawohl. Nacht 3 überlebt. Eigentlich ganz souverän. Gab ein paar kritische Momente zwischendurch. Wir sind zweimal verreckt, aber an sich ganz gut. Mal sehen, wie die nächsten Nächte verlaufen. Wir sehen uns im nächsten Part in Nacht 4. Macht's gut und bis dahin.